Die Segel fielen, das Schiff drehte sich herum und trieb dann in geringer Entfernung neben der Swallow her. Ahoi! Welch ein Schiff! Tönte es herüber. Fast die ganze Besatzung des Loribel hatte sich nach Backbord gedrängt. Vereinigte Staatenkreuzer! Was drüben für eins? Vereinigte Staatenklipper Swallow, Leutnant Parker! Ertönte es statt von drüben plötzlich an der Steuerbordseite des Loribel. Eine wohlgezielte Salve krachte mitten unter die Briganten hinein und dann stürzte sich eine Schar dunkler Gestalten auf die Besatzung, die einen Überfall für unmöglich gehalten hatte und nicht einmal notdürftig bewaffnet war. Nur eine einzige Person hatte das Nahen der Kähne bemerkt. Clairon. Kaum hatte der Kapitän die Tür hinter ihr verschlossen, so richtete sie sich trotz ihrer Fesseln unter unsäglicher Mühe empor und trat an die Wand der Koje, wo sie einen langen, scharfkantigen Nagel entdeckt hatte. Schon mehrere Nächte lang hatte sie gearbeitet, um daran ihre Bande zu durchreiben. Und heute, so weit war es bereits gediehen, musste sie frei von ihnen sein. Nur nichts wie fort. Mit einem kräftigen Tritt sprengte sie die Tür zur Kajüte auf und riss von den an der Wand hängenden Waffen so viele herunter, als sie brauchte, um für alle Fälle gerüstet zu sein. Ich werde die reguläre Besatzung, die noch gefangen ist, befreien und dann fliehen.